Hallo und herzlich willkommen hier bei Aldrich von Kralstein zu War Thunder. Wir spielen den sowjetischen Luftwaffenbaum und sind kurz davor, ein weiteres Flugzeug zu erforschen, die I-15 Bis. Und dazu fehlt uns nicht mehr allzu viel und mit dem nächsten Gefecht sollten wir dieses Flugzeug auch erforscht haben. Also rein in die Schlacht. Und da sind wir auch schon im Auswahlmenü. Wir spielen ein Bodenangriffsszenario. Müssen die feindlichen Bodenziele und die Luftwaffe selbstverständlich auch ausschalten. Und jawohl, wir starten ins Gefecht. Wir haben noch die Reserveflieger zum Teil, zum Großteil. Der Platz wird sich da auf jeden Fall mit dem Sieg oder je nachdem, auf jeden Fall am Ende des Gefechts werden wir hoffentlich dann dieses zweite Flugzeug haben und eben dann ein Reservefahrzeug damit ersetzen können. Unsere Leistung ein bisschen steigern. So, die Feinde kommen auf uns zu, sie verteilen sich schon. Vorne. Die hat uns schon anvisiert. Dem bleiben wir jetzt dran. Jawohl. Jawohl. Der ist auch weg. Oh, super. Sind allerdings schon leicht angeschlagen. Den haben wir auch. Sehr schön. MG. Lade klemmt. Oder Ladehemmung. Waffe klemmt. 8 Sekunden müssen wir jetzt warten. Wir helfen jetzt hier hinten. Da ist sogar noch gar keiner. Sind wir da gleich alleine? Das könnte passieren. Da kommt er auf uns zu. Der ist weg. Wir brennen. Wir müssen gleich aussteigen. Mit Glück können wir hier noch ein bisschen Schaden anrichten. Ja. Der Feind ist dabei zu gewinnen. 4 Flieger haben wir schon. Ein Amerikaner hat es abgeknallt. Jetzt gehen wir mit der I-16 rein. Und hier vorne die Bf-109. Die ist uns hier am nächsten. Schön von oben. Jawohl. Oh. Der hat es auf uns abgesehen. Ah. Der ist auch ganz schön zerlöchert. Dich nehme ich noch mit. Nee, dich nehme ich leider nicht mehr mit. Schade. Aber den haben wir auch noch mal ein bisschen angeschlagen. 2 Ziele. Da fliegen wir. Mit einer der verbleibenden I-15 müssen wir jetzt rein. Ja, diese Dogfights, dieses direkt aufeinander zufliegen oder Feigling-Spiel ist immer sehr risikobehaftet, weil meistens gehen beide dabei drauf. Das ist recht selten, finde ich, dass beide da irgendwie oder einer von beiden irgendwie unbeschadet wegkommt. Sie direkt drauf zufliegen ist immer sehr, 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 ja, man verliert eigentlich, beide verlieren, da gewinnt eigentlich fast keiner. Es gibt Szenarien und solche Fights, wo der eine wirklich gut bei wegkommt, das passiert aber nicht so häufig tatsächlich, aber, ja. Wenn wir nicht etwas unternehmen, dann hat der Feind gesiegt! Das ist auch eine I-15. Da ist er ja schon wieder. Und schon wieder ein Dogfight. Ach, guck mal, wovon habe ich gerade gesprochen? Genau davon. Genau davon.
Nicht gut. Jetzt haben wir noch einen Flieger. Ein Flieger, gut. Mit dem müssen wir jetzt ein bisschen umsichtiger sein. Können hier versuchen, die Bodenziele zu eliminieren. Ja, die ist abgeknallt. Da segelt sie runter. Boah, hochziehen. Oh, das gibt's doch nicht. Was war das denn? Wir müssen dem Feind mehr zusetzen. Voll, so. Sie sind dabei zu gewinnen. Ganz schön mühselig hier. Das Maschinengewehr scheint ja wirklich nicht so dolle zu sein hier. Der andere ist auch schon weg. Sehr gut. Die P-36, mal sehen, gegen die Fury. Oh, 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 ne, die Fury ist angeschlagen. Ah, unsere Waffe klemmt so beim Blödsinn. Den hätten wir richtig schön erwischen können. Holla, die Waldfee. Der hat sich selber zerstört durch Rammen. Jawohl. Sehr schön. Holla, die Waldfee. Okay, wow, wir sind gut davon gekommen. So, wo müssen wir jetzt hin? Da vorne. Was ist da? Da ist eine Artillerie. Versuchen wir die noch wegzuballern. Wo ist denn der Gegner? Da oben. Ki 21. Wo ist denn der Gegner? Wir haben die Initiative. Haben wir die etwa alle platt gemacht? Mal reingucken hier. Oha. Hier. Da sind nur noch zwei Spieler. Tatsächlich. Nicht, dass wir gleich irgendwie von hinten attackiert werden. So, jetzt können wir hier in aller Ruhe die feindlichen Bodentruppen zerstören. Da vorne, da sind noch welche. Dann gehen wir schnell darauf. Mal nachladen, 13 Sekunden.
Vier Feinde noch, die wir zerstören müssen. Überla. Vier feindliche. Aber das, ja, könnte sich schon erledigt haben. Und der letzte. Ne, den haben sie nicht erwischt. Dann gehen wir, oder jetzt? Ja, jetzt. Wunderbar. Missionsziel abgeschlossen. Wir Schrecken des Himmels. Platz 1. 8 Flugzeuge, 7 Bodenziele. Wow. Oh, wow. Was für ein Gefecht. Ein neues Abzeichen haben wir gewonnen. Wir haben einen Erfolg und wir haben noch ein Abzeichen. Zwei Abzeichen und jede Menge Auszeichnungen. Ja, wunderbar. Bei jedem Flugzeug konnten wir auch was fertig erforschen. Und wir haben natürlich dann auch unser neues Flugzeug, die I-15 bis erforscht. So, da ist sie. Ja, die bestellen wir jetzt. Ja, und die packen wir hier vorne hin. Damit ersetzen wir einen der Reserveflieger und werden die I-16, die SU-2, ein Erdkampfflugzeug erforschen. Wir werden dann hier auf die Bewaffnung gehen, eine bessere Bewaffnung und ein Kühler, den als nächstes. So, bei der haben wir die Bewaffnung schon hier vorne. Dann gehen wir auf den neuen Einspritzer als auf die Bomben. Die Bomben brauchen wir erstmal nicht. So, und auch bei der I-16 haben wir die 7mm Gurte erforscht und den Kühler nehmen wir auch gleich mit, den können wir gleich einbauen und werden dann ja, auf den Kompressor gehen hier, genau, wunderbar. Da. Ja, wunderbar, hier, da ist sie, die I-15 bis und ja, wie dieses Flugzeug so sein wird und wie es sich verhält und wie man damit spielt, das sehen wir dann im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Verbleibe euer Aldrich von Kralstein.